Hola, Light Gaming ist mal wieder am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. So wie ihr schon seht, ist ein Hintergrund, der ist etwas komisch für den Titel, würde ich mal sagen. Aber keine Sorge, es geht gleich mit dem Video los. Vorher möchte ich halt nur etwas angemerkt haben, und zwar, ihr seht ja schon im Hintergrund das Bild Super Smash Bros. 4 für den Nintendo 3DS. Die Demo ist jetzt heute rausgekommen, beziehungsweise gestern, wenn ich das... Also heute ist der 19., wo ich das aufnehme, aber ihr seht das halt erst an einem Samstag. Und auf jeden Fall freue ich mich mega drauf. Und am 2. Oktober, das bedeutet in, ich glaube, 2 Wochen, etwas weniger als 2 Wochen, kommt ja auch schon die volle Version davon raus. Und ich würde sagen, alle, die sich das für den 3DS holen, schreiben das mal in die Kommentare und schreiben auch mal ihren Freundescode in die Kommentare. Dann könnten wir vielleicht auch mal gegeneinander spielen, wenn ihr darauf Bock hättet. Und dann würde ich sagen, beginne ich jetzt mit dem Video, Leute. Ciao. So Leute, da sind wir wieder und es geht auch schon direkt los mit dem Wi-Fi-Kampf, wie ihr im Hintergrund seht. Ja, mein Team, ich kann das nochmal schnell sagen, besteht, wie man auch schon links sieht, aus Azumarill, aus einem Bisbark und einem Rotom Wash. Und ich würde sagen, ich fange auch direkt mal an. Also wie gesagt, ein sehr kurzes Video heute. Einfach damit ihr mal seht, wie das überhaupt im Allgemeinen aussehen würde mit dem kompletten Video und so. Und ja, also ihr seht jetzt hier, ich habe gerade die Wasserdüse mit Azumarill eingesetzt. Und dem Blitzer schon mal ziemlich viel KP gezogen. Er ist aber jetzt mit einem Volt Switch raus. Hätte eigentlich einen Donnerblitz machen können, um meinen Azumarill schon zu besiegen. Aber das hat dann nicht so ganz geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich denke mir jetzt einfach, ich schaue jetzt noch meine Wasserdüse raus. Lass dann meinen Azumarill sterben. Und kann jetzt mit meinem Bisbark, ja Leute, ich liebe Bisbark, deshalb musste ich das einfach mitnehmen, kann ich dann jetzt hier in das Elevoltec wechseln. Erstmal bedrohen, damit sein Angriff sinkt. Und dann auch wunderschön halt die letzten KP von dem Elevoltec mit Heimzahlung, 140 Schaden jetzt mit Step auch noch, und das macht auf jeden Fall viel Schaden, das hält auch kein Elevoltec aus. Und ja, somit ist Elevoltec schon down und Bisbark hat auf jeden Fall den ersten Kill gemacht, da bin ich auf jeden Fall richtig happy. Und jetzt kommt ein Donnerblitz von einem Blitzer und man denkt ja normalerweise, okay, Bisbark ist down, aber es trägt die Assault West, also die Offensivweste, wodurch um 50% nochmal die spezielle Defensive erhöht wird und somit kann ich auch das überleben und nochmal eine Heimzahlung raushauen und das zweite Pokémon mit Bisbark besiegen. Und jetzt kommt's, Leute, das war in diesem Kampf so ein richtiger What the fuck Moment. Erstmal kommt hier sein Glurak X in den Kampf und was macht er wohl für eine Attacke? Er geht einfach für den Drachenpuls. Er hat Drachenpuls auf dem Set. Das bedeutet, es ist speziell. Und ich dachte halt, das ist ja gut. Vielleicht, keine Ahnung, hat er keine Erfahrung in Competitive oder so. Aber man kann Glurak X auf jeden Fall auch speziell spielen. Und dann sehe ich halt hier Fokusstoß und denke mir so, oh mein Gott. Es ist wirklich komplett speziell. Und ja, er haut hier den Fokusstoß raus. Der misst allerdings. Und dann denkt man jetzt schon wieder, nur Hex und sowas, aber dann kommt hier in der zweiten Runde der Crit und ich denke mal, das gleicht das dann auch schon wieder aus. Also bedeutet, hätte er halt in der ersten Runde auch mit Fokusstoß getroffen, hätte ich noch überlebt und ihn somit halt mit der zweiten Hydro-Pumpe ausnocken können. Aber gut, das war's jetzt mit dem Video und ich hoffe, euch hat dieses Kurzvideo gefallen und ich würde dann auch mal sagen, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Also wenn euch das so dieses Konzept gefällt, dann like das mal und dann weiß ich auch, dass es euch gefällt und wir sehen uns dann halt im nächsten Video wieder. Also dann mache ich noch ein XY Wi-Fi Battle, dann nur halt 6 gegen 6, also so richtig wie man es gewohnt ist. Und ich denke mal, dann ist das auch etwas interessanter als so ein kurzes Video so, Leute. Aber ich hoffe mal, dass dieses kleine, aber feine Video euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns dann, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao!